Ich bin ein bisschen erstaunt über die Liebe, aber ich sehe mich immer als eine taffe Frau, die wirklich harte Dinge, harte Entscheidungen treffen muss, manchmal. Aber doch, hoffentlich auch fair. Es hat viele Erinnerungen und natürlich ein bisschen eine weinende Auge, aber auch keine lachende Auge. Ich glaube, ein ETH, das viel stärker in der Lehre ist, viel selbstbewusster über die Lehre ist, versteht besser, wie man Doktorierende betreut und auch ein bisschen diverser ist. Sarah kann man nicht ersetzen. Die hat so viel getan für diese Schule. Aber bevor als Rektorin zu sein schon, oder? Als erste Professorin in einem Baudepartement und dann als Rektorin hat sie so viel bewegt. Also es ist unglaublich.